Der Renault 5 Cus R5 war ein Kleinwagen, den der französische Fahrzeughersteller Renault zwischen Anfang 1972 und Ende 1996 produzierte. Im Laufe der beiden Generationen des Fahrzeugs wurden mehr als 9 Millionen R5 verkauft. Dieser Wert übertrifft den Renault 4, der seit fast 7 Jahren produziert wird. Der R5 war zunächst nur mit 3 Türen und einem Flächeck erhältlich. Im Sommer 1979 folgte die 5-trägige R5-Version. Ab 1975 produzierte Renault den R5 als kompakten Sportwagen unter dem Namen Alpine mit 93 PS Leistung und einer Höchstgeschwindigkeit von 173 km/h. Wenn Sie bereit sind, sehen wir uns an, was diese kleine Bodenmaß im Jahr 2024 zu bieten hat. Wir können sagen, dass der neue Renault 5 E-Tech Electric auf das avantgardistische Design und die Vielseitigkeit des ursprünglichen Renault 5 aufweist. Der Renault 5 E-Tech Electric ist das erste Fahrzeug in Ampere-Small, der neuen Ampere-Plattform für Elektrofahrzeug im Kleinwagensegment. Mit nur 3,92 Meter lang lädt das Fahrzeug zwischen dem 30 cm kürzeren Twingo und dem 9 cm längeren Clio. Der 2,54 Meter lange Radstand verspricht großzügiges Platzangebot und 326 Liter Gepäck. Wenn wir den Innenraum betrachten, verleihen zwei horizontale Bildschirme dem Innenraum des Renault 5 E-Tech Electric ein modernes, technologisches und angenehmes Aussehen. Der dem Fahrer zugewandte Sensor Multimedia Touchscreen vermittelt alle relevanten Fahrinformationen in 5 verschiedenen Ansichten. Der zentrale Multimedia-Bildschirm ist in allen Versionen 10 Zoll groß. In den Geräteserien Techno und Iconic 5 ist es in das Open Air Link System integriert, das euch Google Services umfasst. Wie im Megan E-Tech Electric bietet das System Zugriff auf Google Maps, Google Assistant und verschiedene Anwendungen über den Google Play Katalog. Für den Renault 5 E-Tech Electric stehen zwei verschiedene Lithium-Ionen-Batterien zur Auswahl. Der größere wird zum Marktstart erhältlich sein und eine Kapazität von 52 Kilowattstunden haben, was eine Reichweite von bis zu 400 km nach WLTP-Standard ermöglicht. Die zweite Variante verfügt über eine Kapazität von 40 kWh für eine Reichweite von bis zu 300 km nach WLTP-Standard. Beide nutzen die NMC-Technologie, also Nickel, Mangan und Kobalt. Der Antrieb des Renault 5 E-Tech Electric basiert auf den Motoren Megane E-Tech Electric und Scenic E-Tech Electric und ist in 3 Leistungsstufen erhältlich. Diese Motoren haben eine Leistung von 110 kW, 90 kW und 70 kW. Der 110 kW Motor wird mit einer 52 kWh Batterie angeboten. Die 90 kW und 70 kW Motoren werden mit einer 40 kWh Batterie angeboten. In der 110 kW Version erreicht der Renault 5 E-Tech Electric eine Geschwindigkeit von 0 auf 100 km/h in weniger als 8 Sekunden und von 80 auf 120 km/h in weniger als 7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 150 km/h begrenzt. Ich denke, diese Geschwindigkeit reicht für ein kleines Elektroauto. Renault kündigte an, dass das kleine Elektrofahrzeug im Herbst 2024 auf den Markt kommen wird und es in Europa zu einem Preis von rund 25.000 Euro erhältlich sein wird. Wir sind am Ende eines weiteren Videos angelangt. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und ihm zu folgen.